Ja, Nils, kurz nach dem Spiel, ihr habt da dann doch relativ deutlich verloren. Wie ist so das erste Fazit jetzt direkt nach dem Spiel mit der Leistung deiner Mannschaft? Bist du da annähernd zufrieden oder wie bist du jetzt da so gestimmt gerade? Nee, ich glaube, zufrieden können wir überhaupt nicht sein. Ich habe es eben auch meiner Mannschaft gesagt, also wir müssen hier in Preetz nicht gewinnen. Das sind jetzt keine Punkte, die man unbedingt mitnehmen muss, aber ich glaube, es fing schon ziemlich holprig an, und viele technische Fehler, viele Ballverluste, viele einfache. Es hat gefühlt, haben wir nach 10 Minuten zweimal wirklich aufs Tor geworfen, wenn überhaupt die Bälle gar nicht dahin gekommen sind. So sind wir dann auch dem Rückstand die ganze Zeit hinterhergelaufen und letzten Endes fehlte dann auch nachher die Kraft und auch die Möglichkeiten, weil wir eben doch weiterhin relativ viele Ausfälle haben. Und ich glaube, das macht sich dann irgendwann auch bemerkbar, wenn ein, zwei Spielerinnen dann immer 60 Minuten durchspielen müssen und teilweise Grippe geschwächt, dass dann nicht mehr viel geht irgendwann. Definitiv. Ich habe vor dem Spiel mal auf die Tabelle geguckt. Ihr wart ja dann zu dem Zeitpunkt jetzt Zehnter. Die drei Regelabsteiger sind ja ganz unten. Dann habt ihr, glaube ich, 7 Punkte Unterschied bis jetzt so. Bist du zufrieden mit der bisherigen Saison, wie sie bis jetzt gelaufen ist? Ja, also zu den Abstiegsplätzen muss man sagen, den viertletzten, glaube ich, kann man schon einen Haken drunter machen, dass der auch dazu gehört, weil die Konstellation in den Ligen darüber sieht einfach nicht gut aus, was das angeht. Da wird es sicherlich 4 Absteiger geben und dann sind wir natürlich mit WIFT ganz knapp dabei. Ansonsten müssen wir sagen, wir haben jetzt 15 Pluspunkte, haben noch viele Heimspiele, wir sind relativ heimstark. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Punkte zu erwarten. Und wenn wir dann am Ende mit 22, 23 Punkten absteigen sollten, dann können wir uns da auch nichts vorwerfen. Also dann haben wir das, was unter unseren Möglichkeiten drin war, geleistet. Und normalerweise steigt man damit nicht ab, aber wie gesagt, wenn es anders läuft, dann ist es so, dann muss man aber auch durch. Aber grundsätzlich haben wir wenig Spiele gehabt, wo wir jetzt wirklich hätten gewinnen müssen, die wir vergeigt haben. Wir haben ein paar Überraschungssiege geholt, gerade zu Hause eben, aber auch auswärts in Mönckeberg einen Punkt geholt und anderswo. Also was das angeht, sind wir schon recht zufrieden, zumal wir eben durch die Saison durchweg relativ viele Ausfälle immer haben, was nicht zu erwarten war. Und, ja. Jetzt sind ja noch ein paar Spiele bis Saisonende. Habt ihr euch da noch irgendwie ein kurzfristiges Ziel gesetzt oder ist es einfach das primäre Ziel, Klassenerhalt schaffen? Ja, also wie gesagt, Klassenerhalt schaffen liegt ja auch nicht so richtig in unserer Hand, weil es eben nicht ganz klar ist, wie viel steigen wirklich ab. Dann muss man die Floskel wieder rausnehmen. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste und auch das Wichtigste. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Schwartau, die jetzt ein bisschen im Aufwind irgendwie sind, zumindest anhand der Ergebnisse. Und da haben wir uns als einzige Mannschaft in der Hinrunde richtig schwer getan. Von daher fahren wir da oder ja, gehen wir das auch mit Respekt an und danach spielen wir in Vogtwick beim Vorletzten. Das heißt, da sind eigentlich Pflichtsiege und mal gucken, wie wir das machen. Wir sind nicht unbedingt gewohnt, als Favorit in die Partie zu gehen. Von daher, ja, wir müssen da 4-0 Punkte holen und ich bin auch davon überzeugt, dass wir 4-0 Punkte holen, aber ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das kurze, schnelle Interview und wünsche noch viel Erfolg bis Saisonende und dass ihr Hauptsache nicht absteigt.